Es ist vielleicht nicht jedem bewusst, aber mit eurem Smartphone habt ihr einen wahren Supercomputer in euren Händen. Und da steckt so viel Potenzial drin, dass man es wissenschaftlich nutzen kann. Und zwar jeder. Und genau deswegen gibt es immer mehr Projekte, mit denen man durch die Rechenpower des eigenen Smartphones Forschung unterstützen kann. Wie das genau funktioniert und was noch alles geht, das alles und noch viel mehr jetzt in Klicks um Science and Fiction. Und tausend Dank für diesen tollen Themenvorschlag von euch auf den Messengern. Also herzlich willkommen. Die Idee an sich ist nicht neu. Durch den Zusammenschluss von vielen Rechnern, Smartphones und ihrer inzwischen extremen Leistung entsteht ein Supercomputer. Und was da zusammenkommt, ist nicht gerade wenig. Heutzutage haben Smartphones ja rund 1000-mal mehr Leistung als der Computer, der Apollo 11 im Jahr 1969 zum Mond geflogen hat. Und diese Power kann tatsächlich Sinnvolleres bewegen, als Selfies zu posten. Ein Beispiel dafür ist das Projekt namens SETI at Home, das nach außerirdischem Leben forscht. SETI at Home ist eine Abkürzung für Search of Extraterrestrial Intelligence at Home und wurde 1999 ins Leben gerufen. Und auch hier stecken viele aktive Einzelrechner dahinter. Im Sommer 2013 beispielsweise 145.000 Rechner aus 233 Ländern weltweit. Sie alle zusammen erreichten eine Rechnerleistung von 668 Teraflops. Das ist richtig krass. Zum Vergleich, der zu diesem Zeitpunkt schnellste Supercomputer schaffte 33,86 Petaflops. Wow! Auf dieser großartigen Idee basieren mittlerweile einige Projekte, zum Beispiel die Android-App HTC Power to GIF, die ebenfalls die Rechenleistung zur Verfügung stellt, die gerade nicht benötigt wird. Das selbsterklärte Motto von HTC: im Schlaf Gutes tun, denn den Berechnungen des Unternehmens zufolge könnten 1 Million HTC One-Geräte zusammen ein Petaflop leisten. Damit würden sie es dann tatsächlich unter die Top 30 Liste der Supercomputer schaffen. Um die App zu nutzen, wird empfohlen, das Netzteil anzuschließen und das Smartphone mit dem WLAN zu verbinden, beispielsweise in der Nacht, damit die Laufzeit nicht beeinträchtigt wird. Die Nutzer selbst können dann bestimmen, für welches wissenschaftliche Projekt ihre Rechenleistung genutzt werden soll. Über die Software bekommt das Smartphone dann Datenpakete zugewiesen, dass es berechnen kann. Zur Auswahl stehen Projekte, die allesamt humanitäre und wissenschaftliche Aufgaben erfüllen sollen. Das ist das Ziel der Idee. Beispielsweise kann man den Hunger der Welt bekämpfen oder Krankheiten, oder man macht sich damit auf die Suche nach Aliens. Auf der offiziellen Webseite von HTC heißt es: hilf mit, dass die Welt Nacht für Nacht ein Stückchen besser wird. Auch du wirst dann besser schlafen. Bisher gab es durch den Zusammenschluss geballter Rechenpower tatsächlich auch schon Erfolge zu vermelden. Das Projekt Nutritious Rice for the World Projekt, also übersetzt sowas wie nahrhafter Reis für die Welt, konnte zum Abschluss gebracht werden. Das Ziel war es hier, einen besseren Reisertrag zu erzielen, und zwar indem resistente Reisstämme gezüchtet werden konnten. Viel Rechenpower wurde gebraucht, um die Proteinstrukturen der wichtigsten Reisstämme vorherzusagen. Ja. In diesem Kontext ist auch Boink sehr wichtig. Diese Softwareplattform namens Berkeley Open Infrastructure for Network Computing wurde an der Universität Berkeley entwickelt. Derzeit laufen Berechnungen, mit denen ein genaues 3D-Modell der Milchstraße erstellt werden kann, sowie die Simulation von Proteinfaltungen und Vorhersagen zur Klimaentwicklung. Boink ist auch nicht nur für Android geeignet, sondern auch die Leerlaufzeiten von Windows, Mac oder Linux-Computern können genutzt werden. Als Anwender installiert man sich hier ein Kleinprogramm und kann damit seine nicht benötigte Rechenzeit auf mehrere Projekte aufteilen. Wenn ihr kein Video zu diesem Thema und zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann addet mich bei WhatsApp und den anderen Messengern. Nur dann verpasst ihr kein Video, denn die Abo-Box auf YouTube, die ist ja immer ein bisschen lückenhaft. Über die Messenger erfahrt ihr dann von mir noch vor allen anderen vom neuesten Video, täglich garantiert. Da bekommt ihr auch einen Link zum Discord-Server, wo ich seit neuestem fast den ganzen Tag irgendwie rumhänge. Einfach hier draufklicken und am besten auch meinen Schwesterkanal Klicks um Social Media abonnieren. Da erfahrt ihr das Neueste aus der Welt des Social Medias, aber nicht die, genau, Glocke vergessen, und das, indem ihr hier draufklickt. Und hier geht es weiter, dafür auch draufklicken, der schnellste Computer der Welt. Bis dann. Bleibt dran.